Sonntag, 3.12.2017, 12:49 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback kommentieren IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.ad, Brandet-Schandl-Dieser, die Premierenfahrt führte zu einer Dönerbude am Bahnhof Altona. Anders als sonst dürfte Taxifahrer Stefan Schächtele nicht den direkten Weg durch Hamburg nehmen. Sein Smartphone zeigte ihm an, dass zwei weitere Fahrgäste in die gleiche Richtung wollen, trotz des Umwegs stand am Ende für den ersten Passagier ein geringerer Preis auf dem Taxameter. IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.ad, Outstream, IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.ad, Mitte-1, Schächtele gehört zu den Testfahrern für ein neues System der Taxi-App MyTaxi. Die Funktion soll auch klamme Kundengruppen auf die Taxi-Rückbänke locken, Studenten, Partygänger, Budgetmaximierer. Weil am amtlichen Taxitarif nicht gerüttelt werden darf, teilen sich die Gäste den Preis nach einer komplizierten Formel, billiger wird es in jedem Fall. MyTaxi, mehrheitlich zu Daimler gehörend, startet das System mit dem Namen Match am Montag in Hamburg, München und Berlin sollen folgen. Das System wurde bereits erfolgreich in Warschau getestet. Das Taxigewerbe steht unter Druck, weil neue Konkurrenten wie MyTaxi auf den Markt drängen. Trotz vielerorts steigender Taxipreise war es in Metropolen nie einfacher, günstig von einem Ort zum anderen zu kommen, ohne den öffentlichen Nahverkehr oder ein eigenes Auto zu nutzen. Carsharing-Anbieter wie Car2Go oder Driven greifen manche Fahrt ab, die früher mit dem Taxi erledigt worden wäre. Die Deutsche Bahn lässt unter dem Dach ihrer Mobilitätsmarke IOKI in Bad Birnbach bei Passau einen Roboterbus fahren, auch an dem Sharing-Anbieter Clever Shuttle ist die Bahn beteiligt. Volkswagen hat für das zukunftsträchtige Fahrdienstgeschäft die Marke Moeer gegründet. Seit Oktober sind 20 VW-Vans in Hannover unterwegs. Für 6 Cent pro Kilometer können sich Testpassagiere derzeit durch die Stadt transportieren lassen. Moeer will Ende 2018 in Hamburg starten und das gleich mit 200 Fahrzeugen. IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.ad, Mitte-2, war Kriteo gleich Kriteo, Kriteo Events gleich Kriteo Events plus H, Function, Kriteo Display Acceptable ADI Fahrt blockt, Zunight, 458539, Container ID, CRT 4183 FF44, Oberrede Zone Fluor, False, etabliert hat die app-basierte Fahrdienstvermittlung der in Deutschland teilweise verbotene Fahrdienst Uber, der bereits seit 3 Jahren geteilte Fahrten in den USA anbietet. Das alles ist aber erst der Anfang einer Entwicklung, die den Personentransport in den Städten grundlegend verändern dürfte. Autonomes Fahren wird in Zukunft natürlich auch das Taxigewerbe beeinflussen. Sharing Economy gehört schon jetzt zum Alltag in Großstädten, sagt MyTaxi-Chef Andrew Pinnington. Mit der Taxi-Teilfunktion will sein Unternehmen auf diese Herausforderungen antworten. Wer das Taxi gemeinsam mit Fremden nutzen will, gibt beim Ordern zunächst seinen Zielort an. Dann ermittelt das System, ob es einen weiteren Zusteiger gibt. Aktuell sind nur 2 Einstiegspunkte für je 2 Gäste mit leichtem Gepäck erlaubt. Die Software berechnet den Umweg und kalkuliert einen Endpreis.